Private angeklebte Bärte zählen leider nicht. Oh, ehrlich? Was für ein Kacksbohrenmänner. Am Arsch der Welt wieder. Ja, so, das ist, glaube ich, der beschissenste Spawn überhaupt hier. Ja, die Laufwege sind extrem beschissen. Ich würde sagen, wir bleiben erstmal hier und lassen die ganze Horde von hier hinten erstmal Richtung innere Map strömen. Gute Idee, Sir. Danke, Private. So, ist ein bisschen lauter gemacht. War zu leise, Männer. Man hört ja sein eigenes Wort nicht. Ja, Skipper, übrigens, sieht gut aus. Was meinst du, Kowalski? Na, deinen Bart. Oh, danke. Bei dir aber auch. Ja, danke, Sir. Und Rico. Wir haben alle Bärte. Ich auch, Skipper. Private angeklebte Bärte zählen leider nicht. Oh, ehrlich? Ja, du kannst leider nicht mitfahren. Was meinst du mit mitfahren? Alle, die mit uns auf Kaberfahrt fahren, müssen Männer mit Bärten sein. Hein und Kuttel und auch Brettbitt. Die haben Bärte, die fahren mit. Hast du es kapiert? Ganz schön wie Action hier. Ich hab's verstanden, Sir. Da latscht einer auf Blech rum. Da läuft einer, Sir. Wo? Wo? Rechts, links. Ich kann es schon wieder nicht lokalisieren. Da, hinter dem Wagen. Hinter dem Wagen. Ich sehe ihn, Kowalski. Ich sehe ihn. Den haben wir, Sir. Ja. Aber hier wurde noch geschossen. Da läuft immer noch einer. Auf Blech. Rechts. Ich glaube, ich habe den Kopfhörer falsch rum auf, Männer. Ich muss gleich mal gucken. Rechts gibt's kein Blech. So schröpft die arme Seele. Aha. Ah. Ja, es ist. Ist das dieser Truck hier, den man markieren muss? Ich weiß es nicht mehr, Sir. Es ist schon eine Weile her. Nehmen wir ihm noch seine Triton ab und dann wieder zurück, Männer. Hier ist immer noch viel Action. Wieso sind die noch alle hier hinten? Ich wollte langsam mal rüber. Ein Skeff, Sir. Los, nachstopfen, Männer, nachstopfen. Puh.
ich habe das Lied erweitert, Sir. Was für ein Lied? Was für ein Lied, Private? Das, was du vorhin gesungen hast, von Männern mit Bärten. Meins geht so. Alle, die mit uns auf Gabberfahrt reiten, müssen Männer mit Pferden sein. Hein und Kuttel und auch Brett Bitt, die haben Pferde, die dürfen mit. So, er macht mir Angst. Mir auch, Kowalski. Private, ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast. Du hast weder einen Bart noch ein Pferd. Also kannst du auch singen, wie du willst. Du kannst trotzdem nicht mit. Oh, so, wir sind angeschlagen. Ja, Mist, weil wir nicht konzentriert genug waren. Hock da, die Ratte, einfach so. Komm zurück, wir müssen uns zusammenflicken. Aua! Aua! So, dann weiter hier, Männer. Ich hoffe, jetzt wartet nicht noch so eine Überraschung auf uns, Sir. Man kann nie wissen, Skipper. Mann. Kowalski, man kann's nie wissen. Möglich ist hier alles in Tarkov. So. Er wollte uns mit Schrot aus dem Leben boosten. Schröpfen wir ihn, Skipper? Natürlich, Kowalski, natürlich. Der wird geschröpft. Aber er hat nicht allzu viel zum Schröpfen. Naja, seine Aljoscha nehmen wir ihn noch mit. Aljoscha? Ich nenne es so. Aber das heißt doch Aljonka. Klugscheißer kann ja keiner gebrauchen, Private. Und wieso bist du eigentlich immer noch dabei? Du hast weder einen Bart, einen echten, noch ein Pferd. So, aber ich bin noch immer mit dabei. Das war bloß ein Scherz, kleiner Mann. Nur ein Scherz. Das ist ein Spieler, Sir. Oder die verdammten Skeffs haben gelernt zu looten, Kowalski. Das glaube ich nicht so. Ich auch nicht, Kowalski, ich auch nicht. Er ist weggerannt, so. Möchtest du deinen kleinen Pürzel darauf verwetten? Private? Eigentlich nicht so. Ich liebe meinen kleinen, schnuckligen Bürzel. Hier in Tarkov, kleiner Mann, ist nichts, wie es scheint. Mann, wir hängen, wir hängen. Wir sind hängen geblieben, so. Naja, nur Rico, wenn du mich fragst. War ein Spaß, Rico, nur ein Spaß. Mist, die Jacke hat schon einer gelootet. Was gehört, Skipper? Ich bin mir nicht sicher. Da! Ist das der Typ?
möglicherweise. Alter. Sir, meine ich. Hat er gewusst, dass wir hier drin waren? Er ist doch schon die ganze Zeit hier rumgerannt und hat gelootet. Die Jacke war doch schon geschröpft. Aber vielleicht von einem anderen so. Von wem denn? Vielleicht von dem einen, der vorne in dem Zwischengang auf uns gewartet hat. Möglicherweise. Aber mich wundert's, dass hier noch so viel Publikumsverkehr ist hier hinten. Die waren alle nichts vom Level nicht besonders hoch, so. Der eine 14, der andere 11. Und der eine 12. Was willst du mir damit sagen, Kowalski? Naja, der eine wollte wahrscheinlich seine Quest hinten machen und die anderen hatten dieselben Gedanken wie wir. Erstmal alle aufs Map Innere strömen zu lassen. Damit hast du wahrscheinlich recht, Kowalski. Oh, eine kleine Granate. So, dann nehmen wir jetzt einen Painkiller und dann machen wir uns mal Richtung Map Inneres und dann raus hier. Da läuft noch einer. Ich glaube, das war Rechtsmänner. Der ist wahrscheinlich zum Exit gelaufen. Na gut, dann Aufbruch, los.